Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Demon's Souls. Wir befinden uns jetzt, hier haben wir den Flammenschleicher besiegt, zusammen mit einem guten Kumpel. Beziehungsweise irgendein hier random Typen, den ich nicht kannte, der einfach hier reingekommen ist. Haben wir gut, irgendwie haben wir es geschafft. Ich bin auch so oft gestorben, deswegen war es mir auch egal. Ich war froh über die Hilfe und habe es jetzt geschafft. Beim zweiten Run, der wird bestimmt nochmal kommen, werde ich es vielleicht nochmal alleine machen. Mal sehen. Aber jetzt erstmal geht's weiter. Kleine Hiobsbotschaft voraus. Ich hab gerade eben schon angefangen zu spielen, vor 5 Minuten oder 6 Minuten. Da hatte ich mir so meine Skillpunkte oben verteilt, meine Seelen verteilt. Also ich kann mal reinschauen. Man sieht die Seelenstufe 37 jetzt, ne? Und ich habe ein bisschen auf die Stärke, Beweglichkeit und auf die Kondition gepackt. Nur, dass ihr es wisst. Und bin auch hier durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, ach wie blöd. Ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Und ja, ist aber nicht so schlimm. Ich habe geguckt, was dahinter ist. Hier hinter wartet uns nämlich schon ein nächster Gegner, und zwar ein Boss. Aber ich bin sofort gestorben. Deswegen habe ich mich schon geärgert und guck da drauf. Da war die Aufnahme aber nicht an. Deswegen dachte ich, okay, das ist natürlich ärgerlich. Bloß, es ist natürlich kein Überraschungsmoment mehr für mich. Will ich euch auch nicht vormachen, dass es die Überraschung ist, die dahinter erwartet. Deswegen, also, es kommt jetzt der Drachengott. Deswegen, da vorne sieht man auch schon meine Todesanzeige. Er ist auch riesig und gewaltig, wenn man guckt. Er hat mich genau da getroffen das letzte Mal, deswegen ich warte mal. Und den müssen wir irgendwie killen, ich weiß noch nicht wie. Ach, guck mal hier, ist er hier. Da ist der Drache, der ist gewaltig. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Soll ich da einfach rangehen an den? Kommt der... Ah, ich glaube, der haut schon wieder. Ich muss hier weg, glaube ich. Ah. Okay, also ich bin beim letzten Mal, beim Einschlag war ich sofort tot. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich genau machen soll. Muss ich warten, bis er mich zuschlägt? Aber jetzt warte mal, ich warte mal, er haut. Und jetzt kann ich da hingehen und ihn hauen? Na, jetzt kann ich nicht. Wäre ja auch so einfach. Kann ich ihn... Ah, warte mal. Wir haben ein paar Pfeile. Kann ich mit Pfeilen treffen? Ins Auge vielleicht? Aber macht überhaupt keinen Sinn. So, warten wir ab. Hier war ja gerade eben, hat er mich ja nicht gehauen. Ah. Oh, hier ist auch irgendwas. Okay, da komme ich nicht hin. Wie soll man denn da hinkommen? Keine Ahnung. Okay, ich weiß noch gar nicht, was man genau. Kann man in diese Richtung auch gehen? Ach, kann ich kaputt machen? Okay, das ist ja cool. Okay, das kann ich kaputt machen. Der haut immer zu. Ich muss mich. Der ist auch. Kann er mich sehen hier? Anscheinend nicht. Hier liegt ein Blutlache. Mal gucken, was der gemacht hat. Der hat das da hinten kaputt gehauen. Okay, das machen wir dann auch. Na gut. Oh! Puh! Der ist ja fies. So gut ist, dass wir keine Seelen haben. Das heißt, wir verlieren eigentlich nichts. Alter. Aber die Hand war da, ne? Kann ich vielleicht gegen die Hand hauen? Schauen wir mal. Kann ich mir gut vorstellen. Dass man, wenn er die Hand da hinschlägt, dass man dann ausweichen soll und dann ein bisschen auf die Hand ballert. Wir testen es mal. Man, der ist schon gewaltig, ne? Ist auch der aus dem Intro, glaube ich, ne? Boah. Okay. Ah! Also, der. Hier kaut er nicht, ne? Warum haut er denn hier nicht? Wieso kann ich das nicht kaputt machen hier? Toll behindert. Ich muss ihn mal angucken. Also, er haut jetzt nicht. Er haut jetzt nicht einfach so in die Mitte.
Warte mal, wenn ich mich hier hinstelle, dann haut er, ne? Okay, warte mal. Boah. Warte mal, ich will kurz was testen. Gehen wir hier hin. Okay, jetzt sind die Augen gelb, wenn das die Augen sind. Und wenn ich mich hier hinstelle, dann werden die rot, weil er mich, ich glaube, weil er mich sieht. Ich glaube, er sieht mich dann. Okay, warte mal, ich stelle mich mal hier hin. Geht das hier auch? Wenn ich mich hier hinstelle, kann er mich sehen? Hinter der Mauer hier? Anscheinend nicht. Aha. Okay, schon mal. Alter, jetzt haut er. Okay, warte mal. Oh, fuck. Okay, also. Er kann mich trotzdem hinter diesen Dingern sehen. Das ist natürlich schlecht. Aber ich glaube, immer wenn der. Wenn er rote Augen bekommt, dann haut er zu. Und hat es was damit zu tun, dass er mich sieht, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Wir testen nochmal. Gott sei Dank, es ist nie so weit. Dann geht's. Also können wir einige Versuche schon hinter uns bringen. Dann haut er jetzt mal zu, das erste Mal. So, dann können wir wieder reinrennen. Gleich wieder wegrennen. Ah, die habe ich verpasst jetzt. Na gut, egal. Ich mal gucken, ob er mich hier auch sehen kann. Warte mal. Oh, kann er. Oh, fuck. Das ist so dumm, diese Steine. Wie oft muss ich die denn kaputt hauen, bis die weg sind da? Das ist natürlich lange. Was für ehrwitzige Steine sind das denn bitte? Wie oft muss ich die denn draufballern? Ich habe auch nicht so viel Zeit, weil er haut ja dann immer gleich wieder zu. Und er hat auch einen ganz schönen Radius, in den er zuschlägt, ne? Test nochmal. Drachengott, ja, das ist echt ein Drachengott. Ich will dich haben. Double Line. Oh, aber das Coole ist, diese Hartsteinklumpen, witzigerweise brauche ich die ganz dringend. Damit kann ich meine Waffe stärker machen. Nur mal so nebenbei. Ist jetzt gar nicht so von Belang, aber wenn der die jedes Mal fallen lässt, dann kann ich meine Waffe, also mein, hier meine, was ist das da, mein Flegel, was ist, wie das Ding heißt, kann ich damit auf jeden Fall stärker machen. Das ist ja cool. Ich habe nämlich versucht, die zu farmen, da unten in diesen anderen Höhlen, das klappt überhaupt nicht. Aber wenn jetzt das Ding gleich nochmal da ist, dann sammeln wir das nochmal ein. Habe ich nochmal Hartsteinklumpen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Ich glaube, 5 brauche ich, um einmal höher zu machen. Da ist er schon wieder. Geil. Geil, schon wieder 2. Eigentlich müssen wir uns ein paar Mal tot machen, damit wir mehrere davon bekommen. Ich weiß nicht, wie oft das Ding aufstartet hier. Ich stelle mich jetzt direkt hier hinter. Hat er mich gesehen? Nee, hat gelbe Augen. Okay, hat mich nicht gesehen. Ich warte, ich lasse mich nochmal killen kurz. Okay. Alter, der haut aber auch mit einer Wucht zu. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin kann gleich, muss ich zugeben. Okay. Aber diese Hartsteinklumpen, ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Die brauche ich wirklich. Alles andere habe ich, glaube ich. Ja, okay, mir fehlen noch ein paar Hartsteinscherben, aber die kann ich von dem Heini kaufen, wenn ich denn genug Seelen habe. Und ich habe noch einige Seelen, die ich machen kann. Also, das ist ziemlich cool. Also, ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt sterbe, erstmal ein, zwei Mal. Wenn das Ding noch da ist, ich weiß nicht. Aber ich glaube, jetzt ist es hinterher. Nee, es ist nicht mehr da. Okay, jetzt versuchen wir es denn.
ja immer eine Richtung, das ist ja das Blöde. Schauen wir uns hier hinter? Da kann er uns nicht sehen, ne? Okay. Oh. Tatsächlich, er kann uns denn hier nicht sehen, aber ich muss da hinten das ja auch wieder auseinander machen. Oh, verdammt. Eieieiei, das ist aber schwer. Man ist ja auch sofort tot, ne? Ich glaube nicht mal, dass man ein Schutzschild was bringt, oder? Ich versuche mal mit Schutzschild, aber ich glaube, bei der Pranke sollte das nichts bringen. So, mal schauen. Och, das gibt's doch. Ich hab vergessen, das Schutzschild zu halten. Ist doch nicht. Das ist irgendwie eine blöde. Ein blödes Level. Na gut. Gut, dann sind wir schon 10 Minuten dabei. Und sterben nur. Okay, wir müssen einmal ablenken hier drüben. Sich hier hinfreut. Und dann. Okay. Schutzschild! Oh, das bringt nichts, ey. Ah. Krass. Der muss ja auch mal durchrennen. Okay. Beim ersten kann man den auch täuschen. Beim zweiten wird es schwieriger, ne? Ist ja auch cooler, wenn diese Steine nicht immer da wären. Wenn man die einfach schneller kaputt machen könnte. Das dauert echt lange. Ich glaube, mit dem Pfeilen kann ich die nicht zerstören, oder? Wollen wir mal testen? Wir testen das mal. Ja, genau, das teste ich mal. Das ist eine gute Idee. Warum hat er mich denn schon wieder gesehen da, ey? Ich stehe doch hinter diesem blöden Turm, oder bin ich blöd? Ich dachte, ich stand dahinter. Langsam reicht's. Okay. Verrückt. Ist aber auch mächtig und stark, ey. Ganz im Ernst. Okay. Kann er mich hier sehen? Wahrscheinlich guckt er gar nicht zu mir, ne? Sieht er mich hier? Ja, okay. Hier ist es sicher. Achso, cool. Dann bleiben wir hier stehen. Okay, warte mal, kann ich. Nein, kann ich das abschießen hinten?
Nein, nein. Okay, das macht richtig gar keinen Schaden dann. Oh, Alter! Shit! Weiß nicht, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Der ist einfach hart, ey. Aber es geht nur diese Richtung. Also es gibt keinen anderen Weg, ne? Vielleicht muss ich ein, zwei Versuche zusammenschneiden, damit das nicht... Dass wir nicht nur hier irgendwie eine Stunde lang nur sehen, wie ich da reinrenne. Das heißt, es kann sein, dass ich zwischendurch mal kürze. Mal gucken. Ich glaube, ab jetzt sollte ich es kürzen, genau. Aber es ist ja, er trifft dann ja trotzdem, also es ist ja nicht, dass der irgendwie auf irgendeine Art sicher ist oder so, ne? Oder kann ich mich zur, kann ich zu seiner anderen Hand hingehen und da ist es sicherer? Ich weiß es nicht. Ich kann wissen, wie oft die Leute hier gestorben sind, ey. Alter, guck mir an. Macht mich sauer, das Ding, ey. Ganz im Ernst. Gibt's doch gar nicht. Schleichen bringt ja wahrscheinlich auch nichts, oder? Man sieht mich ja. Also. Kann ich schon mal hören. Komm. Doch auch die ganze Zeit immer zur gleichen Stelle zu. Er sieht, wie kann. Also. Er hat ja nur einen minimalen Augenblick, wo er ihn nicht sieht. Oder bin ich verkehrt? Ich habe ja noch so komische Ringe, vielleicht hilft mir das ja. Warte mal. Vielleicht bringt uns das ja was. Nehmen wir mit. Ich glaube zwar nicht. Aber wer weiß. Wie sieht er uns denn weniger? Keine Ahnung, nicht. Kann er mich nicht sehen.
Okay, das hat er mich hier auch nicht gesehen. Aber wie kriegst du da hinten kaputt? Ich habe ja nicht mal irgendwas, das ich benutzen kann dafür. Wie lange ist er denn da drüben? Eins, zwei... Na, ist er schon wieder da. Versuch nochmal. Verpiss dich. Tatsächlich geht das so, aber ich kann nur einmal zuhauen. Okay, machen wir das so. Versuchen wir mal. Ich laufe einfach. Hier liegt einer. Schaffe ich das noch? Neumondgras, okay. Was ist das denn hier? Oh, kann er mich sehen hier? Anscheinend nicht. Kann ich irgendwas machen? Bedienen. Okay. Alter! Getroffen, die Drecksau! Schöne Balliste. Balliske, ne? Oh. Da ist aber jemand böse, sauer. Oh, die hat er kaputt gemacht. Aber hat mich nicht getroffen. Kann man hier runterrennen? Okay, renne da runter. Hier kann er mich nicht sehen, ne? Okay. Boah. Okay, hier muss man wieder aufpassen, dass man es nicht sieht. Wahrscheinlich. Wo ist denn der Kopf? Ah, da ist er. Okay. Aber hat schon ganz schön viel Leben wegbekommen, ne? Warten, dass er nicht sieht. Okay, oh, das ist aber gefährlich, ne? Alter, ist ja riesig. Ey, guck mal, wie groß das Viech ist. Hinter stehen bleiben. Oh, Alter, wie viele von diesen Dingern hat er denn hier? Er muss in die andere Richtung gucken. Von hier kann ich das nicht kaputt machen. Lauf! Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat jetzt. Anscheinend nicht, okay. Oh. Okay, er hat mich gesehen, aber beruhigt sich dann auch wieder. Okay, dann müssen wir kurz aufpassen. Stehen hier. Hier ist sicher, okay. Alter, das ist auch ein Monster, ne? Das ist ein Monster, schaut euch an. Oh. Ich habe gar keinen Bock zu sterben, du musst wahrscheinlich alles normal machen, denn. Ich kann seine Augen nicht sehen. Sind die orange? Ne, sind orange, ne? Okay. Und jetzt müssen wir gleich da hochrennen, wahrscheinlich. Wir müssen warten, bis er in der Richtung nochmal guckt. Warte. Lauf! Ah, warte.
Bleib stehen. Okay. Hier ist noch so ein Ding, das bedienen wir auch mal. Ich frage mich, wieso so eine Dinger da stehen bei ihm. Warum hat er da zwei Waffen stehen, fragt man sich, ne? Okay, wir müssen wahrscheinlich sein Horn vorne hauen. Sonst würden sie es nicht so einblenden. Bloß wie kommen wir da hin, ist die Frage. Oh, guck mal, wie viel Leben der verloren hat. Der hat sein ganzes Leben verloren. Ah, hier kann ich runter, okay. Versuchen wir mal zu ihm hinzukommen. Aus welchem Weg geht's denn? Hier runter? Anscheinend. Geht's hier runter? Ah, hier geht's runter, okay. Er macht gerade nichts, aber er wird schon gleich aufstehen und durchdrehen. Ja, los geht's. Oh. Oh, okay. Oh, weg, weg, weg! Hä? Okay. Das war's? Nein. Da kommt eine Top. Ach, Quatsch! Aber das macht ja jetzt. Hat der jetzt überhaupt keinen Sinn, oder? Der war doch so mächtig und stark. Na gut. Hier oben ist noch ein so ein Typ, den sammeln wir mal ein. Seele eines legendären Kriegers. Okay, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das denn so leicht war. Ja, es zählt auch nicht richtig als Boss, finde ich denn, oder? Ach, okay, jetzt haben wir den ersten. Jetzt können wir aber beim ersten Ding weiterkommen. Wisst ihr noch, wo wir waren? Da ging es nicht weiter, nach dem Turmritter. Da konnten wir nicht durch. Da können wir aber jetzt durch. Wie cool ist das denn? Okay, dann gehen wir mal zurück. Wie krass. Also ich meine, ein cooler Kampf auf jeden Fall, so von Cinematic-mäßig, aber naja. So, jetzt müssen wir als erstes mal zu dem Typen hier gehen, denn jetzt habe ich ja diese... Ich kann euch Waffen spielen. Ja, ich weiß. Du kannst erstmal reparieren, wenn du willst. Und dann müsstest du eigentlich meine Waffe aufwerten können, und zwar den Streitkolben. Das haben wir doch alles, ne? Genau. Boom. Hä? Was fehlt uns denn? Ach, die Hartsteinschärme. Okay, die müssen wir nochmal kaufen. Bleib bloß an. Dann müssen wir kurz mal zu den Typen eiern da. Das ist ja nicht so schlimm. Da hat er ja, der hat ja relativ viele. Die kaufen wir nochmal schnell. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und dann können wir unsere Waffe auf jeden Fall auf plus 9 machen. Und dann weiß ich nicht, ob dann der andere Schmied immer irgendwann vielleicht was machen muss. Man weiß es nicht. Oh, halt. So, pass mal auf. Du musst mir die Dinge hier verkaufen. Und davon brauche ich jetzt einfach mal... Ich nehme mal 8 Stück mit. Weiß nicht, ob ich nachher noch mehr brauche, aber... So, gucken wir den mal. Ah, es ist schon geil, das Spiel, muss ich sagen. Also... man braucht echt viele Anläufe bei einigen Sachen, aber es macht schon Spaß. Kann man nicht anders sagen. Oh, komm her. Ich kann euch Waffen schmieden. So, jetzt machen wir einen Streitkolben höher. Wir brauchen reiner Hartstein. Wir brauchen Hartsteinklumpen noch. Und um den noch höher zu, also auf Level 10 zu bekommen. Okay, Qualitätskompositbogen 4, Stachelschild. Können wir da irgendwas machen? Hätte ich alles für da... um ihn auf 10 zu machen. Bevor wir das machen, wollte ich mal den Bogen nochmal angucken. Okay, Reinstein. Lass uns doch einmal zu dem anderen Schmied gehen kurz. Ich will mal sehen, was der mir noch so verticken kann da. Oh, war der Schmiederreal? Da konnte man, glaube ich, ziemlich zu Beginn hinkommen, weil wir jetzt ja diesen Fahrstuhl freigeschaltet haben. Meine ich. War das nicht so, dass der relativ dicht dran war? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist der Fahrstuhl direkt hinter ihm hier, oder? Bringt er uns nicht da runter zu dem? Ich glaube schon. Oh. Okay, wir müssen einmal mitfahren, leider. Ich möchte hier ungern runterfallen und sterben.
mit 33.000 Seelen. War auch ein bisschen leichtsinnig gerade, fällt mir gerade ein. Okay. War da nicht hier unten der Schmied? Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Oder war es der andere Fahrstuhl? Na, hier war das. So, da ist er doch. Reden wir mal mit dir. Hallo? Wenn ich was schmied. Achso. Okay, da kann das Drachenlangschwert. Das haben wir ja auch noch nicht benutzt. Könnte man ja auch mal aufwerten. Machen wir gleich mal. Ich will einmal kurz gucken, ob wir mal einen Streitkolben machen. Ich brauche die gleichen Sachen natürlich, klar. Aber vielleicht verkauft er sowas ja auch. Er verkauft gar nichts, okay. Das Drachenlangschwert hört sich gut an. Also ich meine, ich habe jetzt mit 152 hierzu. Hier wird es auf 105 aufgewertet. Und... ja. Das darf er gerne mal machen. Das brauchen wir nicht. Okay, mein Bogen. Reiner Rheinstein, haben wir leider nicht. Das würde mich auch mal interessieren, mit so einer Waffe, also so eine Waffe zu haben. Mach mal kurz. Okay, dran schon, dann brauchen wir was anderes. Okay. Versuchen wir mal zu finden, ein paar Sachen davon, dass wir den auch aufwerten können. Hier brauchen wir, was brauchen wir da? Ein Hartsteinklump und ein reiner Hartstein. Vielleicht finden wir es ja im nächsten Gebiet. Mal gucken. Ja, das war's. Ja. Unfreundlicher Bastard. So, jetzt geht's zurück in Nexus. Und dann werten wir uns auch noch mal ein bisschen auf. Gut, hätten wir runter sollen, ne? Ja, doof. Da noch mitfahren. Hm. Ja, gut, aber lass uns, ich würde mal mich interessieren, was da hinter diesem Erzdämon-Kram da ist. Da würde ich mal gerne hingehen. So. Gut, warte mal. Ihn kaufen wir auf jeden Fall noch was. Noch mal 5 Stück von kaufen. Denn die brauchen wir auch nochmal. Aber auch eine Freude für mich. So, zurück im Nexus. Dann werten wir nochmal unsere Figur ein bisschen auf, dass wir ein bisschen Power bekommen. Wo ist sie? Steht sie auch immer woanders, steht ist ein bisschen nervig, weiß ich. Gut. Also. Ja, das machen wir jetzt auch. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. So, sind ein bisschen stärker. Und jetzt, glaube ich, können wir hier noch mal reingehen. Und zwar in die Vorburg. Nee. Doch. Genau, zum Turmbrettern, dann kann man ja da jetzt weiterkommen, ne? Haben wir ja noch nicht getestet. Testen wir jetzt mal. Genau, da können wir doch jetzt rein. Weil wir einen Erz, den wir besiegt haben. Ich weiß nicht, ob wir da rein sollen. Wir testen es einfach mal. Oder kommt da gleich ein Boss auch schon? Nee, ich glaube nicht. Oh. Ist er jetzt ein Freund von mir? Scheint nicht. Die sehen auch heiß aus, die Typen, ey. Okay, gehen wir mal da rein. Kann natürlich sein, dass... Was hier alles... dass ich hier nicht... Oh, hier sieht es ein bisschen aus wie bei Bloodborne. Ha, ein bisschen. Okay, da sind Hunde hinten drin. Vorsicht, Gegner weiter vorne.
Ja, da kommen wahrscheinlich alle raus gleich, ne? Kann ich abtreffen? Nee, das geht nicht, okay. Kann ich auch nicht treffen? Oh! Bleib stehen! Blöder Köter. Okay, hier haben wir ordentlich was gesammelt, das ist schon mal gut. Ich habe nur Angst, dass die mir gleich einen Rücken einfallen. Das tun sie anscheinend nicht. Oder gleich, wenn wir da oben sind, brechen die aus. Oh. Du bist am besten. Achso, hier wahrscheinlich. Okay. Okay. Die hauen ab. Alter, ist der fett und eklig. Oh. Den hat er nicht mehr erwischt. Dankeschön. Okay, geht es hier hinten auch noch irgendwo längs? Nee. Gehen wir erstmal hier rein. Gemeine, enge Gasse. Bevor er seine Pike hebt, hier ist sicher. Da kann ich runterspringen und mir das Ding einsammeln. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier runter. Wo ich den Weg da nicht hochkomme wieder. Hallöchen, wer bist du denn? Bastard. Okay, der wirft einen kleinen Dolchen, das ist natürlich uncool. Pass auf, wir gehen mal hier hoch. Und gehen nochmal runter zu dem. Okay, jetzt kann man nur sich hier noch runterfallen lassen. Was war das denn? Da bumpert er aber etwas ganz laut. Ach, da habe ich ihn gerade gekillt. Okay, dann sind wir genau hier rausgekommen. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Wo ist denn der Bogenschütze? Da oben irgendwo? Wahrscheinlich, ne? Ach, da ist er. Geil, er hat auch gleich noch einen Typen gekillt. Das war dumm von ihm. Ich hätte auch hier reingehen können wahrscheinlich, ne? Den kann man nicht aufmachen. Oh!
Boah, alter Schwede. Bastard. Das ist eine gemeine Falle hier. Was für eine Nachricht ist hier? Zeit für Feiern, okay. Ich feier, Party. Jetzt komm du her. Da ist noch einer drin da vorne, oder? Oh. Was für ein fieser Typ. Okay, wissen wir auf jeden Fall, was da runterkommt. Monster-Typ. Also fieser Typ, nicht Monster-Typ, aber fieser Typ. Wovon müssen wir jetzt ganz von vorne anfangen wahrscheinlich, ne? Ja. Typisch blöde, aber egal. Die springen ja nicht raus, das wissen wir schon. Wahrscheinlich jetzt beim zweiten Mal schon. Feuerbälle sind auch schon runtergekommen. Ha. Da müssen wir schon aufpassen. Ganz kurz gucken, was für Ringe hatten wir nochmal. Ja. Hier rein, ne? Oh. Guck mal, ich ran hier. Okay. Ja, dann finden wir auf jeden Fall ein paar Heiltränke, das ist schon mal gut. Wenn wir lieber hier runter gehen, dann können wir den nämlich ganz gut killen, da den komischen Messerwerfer. Da ist er. Wenn wir hier hochkommen. So. Wurft euch, spinnt euch. Hauptsache Dolch. So. Naja, schießt du mal. Kugel liegt auch schon hier unten, das ist natürlich gut. Oh. Du Spacko, ey. Dann komm jetzt nicht runter. So. Oh. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh, wie dumm war das denn? Ich hatte noch das Heilding an, ne? War echt dumm. Die hatte nicht die Waffe, sondern das Heilding. Das war natürlich blöd von mir. Egal. Abgesehen von diesen Typen ist das gar nicht so schwer, glaube ich. Aber die sind ja echt nervig. Der hat mich jetzt gekillt, noch die Hunde hier. Auch nervig. So, Waffe ausgerüstet.
mal. Was ist denn los mit euch? Seid ihr alle so stark? Beziehungsweise so fies? Haben wir einen? Oh, Brandbombe ist gut. Brandbombe ist sehr gut. Die rüsten wir sofort aus. Hau noch echt schnell zu immer, ne? So, pass auf, wir heilen uns mal. Und setzen unser Schwert in Flammen. Beziehungsweise nicht unser, nicht unser Schwert, aber unser anderes Teil. Los. Mann, ey. Die sind ja echt mal nervig. Okay, jetzt haben wir hier noch einen. Der uns, da ist er. Oh. Den muss man echt schnell killen, ne? Sonst wird das nichts. Der ist da. Wenn ich jetzt hier reingehe, kommt er denn nochmal, der Typ? Nee, ist gar nichts gebracht, der Typ, ne? Also nicht viel zumindest. Naja. Okay, da ist der fette Typ schon wieder. Okay, da ist ein roter Heini. Können wir die vielleicht runterlocken irgendwie? Oh, ja. Was ist hier los? Okay, na, was machst du denn da? Ich wollte hier das machen. Okay, okay, okay. Frage, ob wir hier nochmal rein müssen. Hier gibt's eigentlich nichts, oder? Oder hier hinter? Die treffen mich nur die Pfeile, Alter. Und die treffen mich ganz schön hart. Vorsicht, Stühle weiter vorne. Okay. Okay, es geht hier rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Weg, du Scheißstuhl.
Ach, Hallöchen. Ich habe leider nicht genug Kohle, glaube ich, aber... Ich hoffe, ihr findet etwas Passendes. Schauen wir mal. Okay, wir können hier ein bisschen Dings kaufen, Brandbomben kaufen, Langschwert, Keule. Terpentin ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich kaufe noch mal zwei Stück von. Drei Stück. Auch nicht so geil. Holzbolzen, schwerer Bolzen. Ich habe leider keine... Ja. Irgendwann muss ich meine Rüstung auch mal aufwerten, aber ich weiß nicht, ob das hier mit ist, Sinn macht. Kann ich meins auch sehen? Nee, kann ich nicht, ne? Nee. Ich muss mal kurz, ich müsste meins mal vergleichen können, das wäre super. Auch keinen Unterschied zwischen den Werten. Das ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Ich muss mir meins mal angucken hier. Ja, kann auch meins an. Das andere ist wahrscheinlich leichter, ne? Warte mal. Was hat das denn hier? Es hat, das haben wir 32, 19, 22. Was hat er? Nun gut. Das gleiche wie bei uns. Sieht nur schöner aus. Aber bringt uns keine Vorteile jetzt, ne? Ja, ein bisschen doof ist es schon hier. So. Das wird sich sicher wenden. Mal gucken hier. Da sind die ganzen. Guck, wo ich hin soll. Runter? Nein, da soll ich garantiert nicht hin. Oder? Ja, oder ist das nur so ein kleiner Bonus, dass man den Typen da trifft? Das kann natürlich auch sein. Dann soll man vielleicht doch einen anderen Weg gehen. Rechts, ja. Okay, wir müssen doch einen anderen Weg. Vielleicht hier hoch? Geh da mal rein. Okay, die können wir Gott sei Dank jetzt so killen. Das ist natürlich ganz geil, wenn der sich nicht wehren kann. Ich höre bei Hunde auch. Zeit für erschlagen. Ist hier noch irgendwas, wo wir hin können? Ach, guck mal. Kurz ein bisschen nehmen hier. Okay, die müssen wir doch anders erschlagen. Okay. Eiserner Schlüsselring. Oh, der hat mich getroffen. Ich heile mich trotzdem mal. Ich weiß, ich habe zwar aber recht viel davon, aber... Kann ich die auch erstmal killen da? Die nervt mich komplett.
Der ist noch da unten. Alter, wer schießt denn da noch auf mich? Wer schießt denn da auf mich, bitte sehr? Na gut. Zu ihm kann ich auch runtergehen, ne? Warte mal, machen wir mal. So. Hol mich hier raus, okay. Hä? Also müssen wir den ganzen Weg hier zurücklaufen für diese eine Seele. Das ist natürlich blöd, aber was machen wir? War jetzt einfach gar nicht so ein weiter Weg. Haben wir die meisten erschlagen eigentlich. Von daher kann es uns Schnuppelpuppe sein. Okay. War ganz gut durchgekommen bis jetzt. Nicht super, super, duper, duper gut, aber immerhin besser als erwartet. Na gut. So, die haben wir alle gekillt da drüben, die können uns nichts mehr anhaben. Zum Pickler, glaube ich. Da unten sind noch ein paar Heinis, die uns irgendwie killen wollen. Gucken wir mal gleich. Dürfen nicht zu viele werden. Legt er die Flachpfeife? Da können wir hochklettern, oder? Lauf! Na komm her, du. Oh. Okay. Ah. Oh, die stehen noch und warten auf uns. Ist auch cool. Jetzt habe ich so viel Leben verballert hier gerade. Das ist echt auch blöd. Aber wir kriegen auch relativ viel Leben hier. Das ist gut. So, es gibt verschiedene Wege. Das war einer, der hat sich getarnt. Diese Tarnleute sind auch echt nervig. Muss man einfach mal sagen. Gibt es hier irgendwas? Nö. Hätte jetzt gedacht, dass es noch hier irgendwas gibt. Aber anscheinend nicht. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Könnt gut eine Abkürzung freimachen irgendwie. Das ist ein ganz schön langer Weg war bis jetzt, fand ich. Aber hier hinter ist auch was. Ich habe immer Angst, dass hinter mir so ein Ninja steht da oder so ein einer von diesen Heinis da. Okay, der schießt den doch da runter hier. Netter Empfang. Oh.
nervig, die Leute. Umbasa, okay. Irgendwas höre ich doch hier. Tief atmen. Nachricht lesen? Vorsicht, Ritter weiter vorne. Wo ist der Ritter? Nimm ich in Acht, hier ist ein Versteck. Ah, da. Den locken wir mal hierher, damit wir nicht noch mehr Feinde da auf einmal haben. Ah! Gut ist, dass man den echt jetzt gut Platz kann. Wenn man überlegt, wie es am Anfang war, hatten wir echt Pech mit denen immer, ne? Wer schießt denn da noch? Also ihn sehe ich, okay. Aber noch einer schießt, ich weiß nicht welcher. Wenn die Seelen denn, wenn die denn schwach ist. Wir kommen in Abkürzung. Gucken wir gleich mal an die Abkürzung, wenn es wirklich eine ist. Schick ins Lager. Okay, da haben wir genug Vollmond Gras gesammelt. Das ist schon mal gut. Da unten schießen die, okay. Okay, willkommen Abkürzung. Welche Abkürzung ist gemeint? Muss ich noch eine machen gleich? Wahrscheinlich, ne? Ich muss da runter und dann gibt es eine Abkürzung. Okay. Krass, mal 8. Oh, zweihändig will ich nicht machen. Ich glaube, es geht ganz gut Schaden, aber so ein bisschen Angst. Okay, hier geht es nicht weiter. Wir müssen hier runter. Ach, da ist die Abkürzung. Okay, danke. Das heißt, wir müssen ihn besiegen auf jeden Fall. Ach, komm schon. Ministerkappe Neumondgras, okay. Oh. Okay, machen wir auf hier. Okay. Gut.
netter Ritter, das einfach abhaut und immer stehen bleibt und zu uns redet. Oder? Das ist mal ein Bastard. Ist das, mit dem wir reden können? Ihr habt mich gerettet. Na klar. Zum dritten Mal schon. Ich stehe wahrlich in eurer Schuld. Das stimmt. Dies ist alles, was ich habe. Bitte nehmt es an. Nun muss ich gehen. Mein Vater, der König, wartet. Oh ja, ein reiner Rheinstein. Das ist doch perfekt. Damit können wir unsere Waffe aufwerten. Okay. Wir gehen trotzdem mal kurz weiter. Super. Irgendwas? Also gehen wir mal zurück und ein bisschen gucken, was wir da alles einsammeln können. Ich finde es ja gut, dass die es ins Lager schicken. Oh, das hat mich getroffen. Du Bastard. Komm her. Oh, oh. Der hat eine Lanze, habe ich gar nicht gesehen. Jetzt erst. Steht schwierig, dicker Mann. Aber hier oben sind auch welche, ne? Wie kommen wir denn? Kommen wir zu denen hoch? Da gibt's ja irgendwie. Gibt's da einen Weg? Nee. Von da oben irgendwie runter kann man auch nicht. Aber warte mal. Bevor der mich da oben immer die ganze killt, können wir den nicht mit dem Bogen ausschalten von da oben irgendwie? Den ganzen Weg laufen, ne? Ist ja auch irgendwie blöd, aber wir versuchen es mal. Ich will mal sehen, ob ich das nicht machen kann, weil dann habe ich die auf jeden Fall nicht am Hals. Oder? Sind die auf jeden Fall los? Man muss nicht so eine Angst haben, dass die einen da irgendwie... Vielen Dank fürs Gespräch. So, da sind auf jeden Fall richtig viele Leute, wie man sieht. Also gucken, wir da durchkommen, ohne gleich ermordet zu werden. Ah, guck mal, die kommen erstmal alle einzeln zu mir, das ist auch gut. Der nächste zu mir. Aber ist nicht so schlimm, es war jetzt nicht so weit, aber trotzdem sehr ärgerlich. Eieiei. Und wir hatten noch 18.000 Seelen, ne? Nur so nebenbei. Okay, müssen wir uns überholen. Zurückholen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht sterben dabei. Das Gute ist, dass wir die Schleichwege nicht mehr gehen müssen. Wenn wir durchs Tor durch können, das ist dann schon mal top. Mal hoffen, dass die Hunde jetzt hier drin bleiben. Oh. Lieber geheilt bleiben. Oh, Gott sei Dank ist die Abkürzung auf, ne? Das war schon ein langer Weg, fand ich. Ja.
Was? Ah, da kommt wieder der Ritter vom König, ne? Oder ist es ein Gegner? Ne, ist der Ritter vom König. Gut. Okay. Ich muss auf jeden Fall meine Sachen wieder haben, das ist ganz wichtig, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Die Seelen möchte ich nicht verlieren, 18.000 Seelen, das wäre schon echt ärgerlich. Alter. Mann, ey. Was ist denn da los, ey? Da schießt von da oben, schießen die auf mich. Jetzt soll ich die doch lieber killen da oben. Jawohl, wir holen uns gleich. Wir müssen das andere Gras gleich mal nehmen. Und gleich mal machen, wenn wir die gekillt haben hier. Mal kurz. Das ist, glaube ich, besser. Ran hier. Die da oben nerven so ein bisschen, kann das sein? Okay. Wir müssen uns irgendwie rantasten. Okay, er geht wieder nach oben. Zwischensequenz. Ja, wartet doch ein Boss dahinter, oder nicht? Höchstwahrscheinlich. Ja, jetzt aber weg hier. Nein! Jetzt aber weg hier, habe ich noch gesagt. Jetzt aber weg hier, habe ich noch gesagt, oder? Alter. Dann kommen diese fetten Monster an, da. Wir müssen die Scheiße nochmal zurückholen. Und dann machen wir die beiden Typen oben aber als erstes kalt, weil die schießen uns garantiert noch in den Rücken. Das sehe ich schon kommen. Scheiße, ey. Wir müssen mal ein paar Pfeile mal wieder haben, weil wir haben ganz wenig nur noch. Nein! Oh. Wir gehen hier hoch. Was essen? Killen aber erstmal die wie heißt das? Die Bogenschützen da.
Ja. Ist auch geil, dass die gar keine Deckung suchen, ne? Die bleiben einfach stehen. Das ist uns egal, sagen die sich. Das ist mir egal. Ich bleib einfach hier. Ich kann mal da runtergehen. Da sind wir gar nicht runtergegangen gerade eben, ne? Ja? Das fällt mir gerade ein. Hätte ich auch so killen können. Hier kann man nur runterspringen. Nee, kann man runtergehen. Okay. Der Schwachpunkt der nächsten Gang ist überall. Okay. Aber warte mal, da kann man noch irgendwie reingehen. Okay, warte mal. Wer macht denn so einen Lärm? Die. Okay, das Schutzschild. Na, das macht jetzt keinen Sinn. Ein anderer Weg gehen. Oh, warte mal, kann man hier noch reingehen? Nee. Gut, also müssen wir versuchen, da reinzukommen. Ich glaube, wir nehmen einfach gleich Terpentin auf unser Schwert, damit die auch noch im Brand stecken, damit die ein bisschen schreien. Wieder zurück. Los geht's. Sorry. Mir gleich wieder hinterherkommen. Ich muss die, glaube ich, alle einzeln pullen. Sonst wäre das echt doof. Kommt doch schon der nächste. Na komm. Oh, jetzt habe ich getroffen. Jetzt laufen wir ein bisschen. Nein, laufen. Brauche ich schon Platz zum Kämpfen hier. Wow.
Oh, was? Was ist denn euer Ernst? Shit, ey. Nein, 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 nein! 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 Da hat er mich echt nochmal gekillt da. Leute, Leute, Leute! Was ist denn los? Tja, so ein Bastard. Na gut. Fällt mir gerade ein. Ich kann ja zum Nexus zurückgehen, ne? Oder verliere ich dann alle meine Seelen, die hier liegen? Die verliere ich denn, ne? Oder? Ich weiß das nicht. Verliere ich die alle? Oder kann ich aber zurückgehen? Ich kann ja eh nichts kaufen. Fällt mir gerade ein. Ach, ich dachte, ich wollte hier noch ein paar Sachen kaufen. Ist ja Quatsch. Kann ja gar nicht. Gut, also nochmal. Quatsch, was ich mir gerade ausgesagt habe, oder? Naja, egal. Da ist hier. Nein! Nein, 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 nein! Alter, da war ich zu gierig. Da wollte ich unbedingt das Ding haben. Und hab nicht auf die Gegner geachtet. 18.000 Seelen weg, yes! So macht man das. Krass. Krass, krass, krass. Ärgert mich aber jetzt mal phänomenal. Wow. Das deprimiert mich. Das deprimiert mich wirklich sehr. Das war blöd von mir. Das war wirklich sehr blöd von mir. Mann, ey. Wenn man zu gierig ist, ne? Ich dachte, ich könnte da noch schnell rausrollen, aber das war's. Nun gut. Blöd, blöd, blöd. Krass eigentlich, wie schlecht das war von mir. Naja. Na, wollt ihr mich alle veräppeln heute? Ja, das fallen gelassen, ne? Das hab ich doch gesehen irgendwie. Das nehmen wir alles mit. Kann man immer gut gebrauchen. Schwerer Beutel. Ich brauche unbedingt eine Armbrust. Ich muss mir unbedingt meine Armbrust kaufen, glaube ich. Gut.
Oh, ich bin immer noch ernüchternd davon, dass ich die ganzen Seelen verloren habe. Echt. So blöd. Ne, einfach auf Sicherheit gehen, noch nicht gierig sein, aber das ist das Spiel, ne? Das ist das Spiel. So, jetzt müssen wir aber mal durchkämpfen da. Das kann nicht sein, dass wir es nicht schaffen. Was ist denn da los die ganze Zeit, ey? Mein Kampfstil lässt zu wünschen übrig, ne? Das gebe ich zu. Ich will einfach nur wissen, was hinter diesem grauen Tor da ist. Das reizt mich gerade sehr. Ja, bloß alle auf einmal macht keinen Sinn, ne? Das muss sie nach und nach killen. Der nächste. Das wollte ich eigentlich nicht, aber wenn es schon mal da ist. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte das Gras haben. Na gut. Komm her. Oh. Drei Ritter von denen, ne? Du musst an den bei. Jetzt Beine in die Hand und zickzack laufen, damit er mich mit dem Pfeil nicht trifft. Hm. Echt viele mit, ne? Da muss er den Ball. Ich kann ja nicht alle drei auf einmal killen, die müssen einzeln kommen, sonst macht mir das keinen Sinn bei mir. Ey, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt erstes kommt. So. Dann darf gerne der nächste auch kommen. Och Mann, ey. Nee. Für heute reicht das erstmal. Für heute reicht das erstmal. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ja, tschüss.